Die Freifunker wollen ein freies Bürgernetzwerk aufbauen, an dem jeder als Nutzer teilnehmen kann, also über dieses Netzwerk ins Netz gehen kann und bei dem auch jeder mitmachen kann und einen Zugangspunkt, einen Hotspot zur Verfügung stellen kann. Freifunk bedeutet nicht nur freies Internet. Wir möchten halt dieses Netzwerk aufbauen und innerhalb dieses Netzwerkes können beliebige Daten auch ohne Internetverbindung geteilt werden. Die Vorteile gegenüber einem Internetanschluss bei einem kommerziellen Betreiber: Das Freifunknetz ist nicht abhängig von irgendeinem Konzern. Also wir bestimmen unsere Regeln selber. Es gibt keine Bremsen, die ein bestimmtes Limit festlegen, wie viel man in diesem Netz herunterladen darf. Es wird auch nicht kontrolliert, wohin die Nutzer surfen. Wir versuchen, diese Störerhaftung zu umgehen, indem wir zunächst all den Internetverkehr, der bei uns im Freifunknetz stattfindet, nach Lübeck zu einem Server schicken und der tunnelt das Ganze dann nach Schweden. Das heißt, für jemanden von außen, also zum Beispiel einer Download-Seite oder einer Videoseite, sind wir aus Schweden unterwegs. Das hat den Vorteil, dass man den Knotenbetreiber nicht auffindig machen kann.